Wir schreiben den 1. März des Jahres 1. Und damit begrüße ich euch zu diesem 500-Abonnenten-Special von minenarbeit.de. Hier ist wieder der mit dem Vogel zeigt, euer Vorbuddler natürlich. Und ich sage euch, wir spielen heute nicht Minecraft, ne, auch nicht Dinecraft, sondern wir spielen Rollercoaster Tycoon 3. Warum Rollercoaster Tycoon 3? Aus zwei Gründen. Erstens ist das eins der drei oder vier Spiele, die den Notch dazu inspiriert haben, Minecraft zu programmieren. Ne? Und zweitens, die sind auch wirklich sehr ähnlich. Also es fällt wirklich teilweise an Kleinigkeiten so auf. Naja, egal. Zweiter Grund ist, dass euer Vorbuddler, also ich, ne, vor rund 10 Jahren... Ja, kleine dramaturgische Pause, ja. Also in einer Zeit, als der Begriff Web 2.0 noch nicht erfunden war. Geschweige denn, dass es YouTube gab oder Facebook oder noch schlimmere Sachen. Ne? Also vor 10 Jahren war ich bekannt unter dem Namen M. Und ich hatte damals die Webseite loopylandscapes.de und ich kann heute auch mit großem Stolz zurückblicken und sagen, es war mit so die erste richtig große und regelmäßig aktualisierte Webseite oder Fanseite für Rollercoaster Tycoon im deutschsprachigen Raum. Es sind dann später schnell noch viele Webseiten dazugekommen und also Fanseiten von anderen. Alles, also nicht alles, aber vieles davon wirklich genial. Wenn da Leute noch zugucken, Leute, ihr habt lange Jahre durchgehalten und ich denke, viel für das Spiel auch getan. Also Respekt, ich bin sehr stolz auf euch. Ihr seid wahrscheinlich mit ein Grund, beziehungsweise die Community, ja, dass das Spiel RCT3 auch heute noch eigentlich ja ein bisschen zwar an Glanz verloren hat, weil man es inzwischen sehr gut kennt, aber es ist immer noch einfach so brillant und eigentlich in jedem hier Regal von eurem Supermarkt oder Elektrofachhändler in der Stadt für 10 Euro zu haben ist. Ne? Das ist ein Witz eigentlich für so ein Spiel. Ihr werdet jetzt erstmal enttäuscht sein, weil ihr wahrscheinlich denkt, ich zeige euch jetzt hier mal so einen fertigen Park von mir. Nein, ich habe gerade mal ein bisschen angefangen, weil ich so wieder so ein bisschen Blut geleckt habe oder auf diese Idee kam und ich wollte jetzt einfach mal wieder die alten Zeiten hochleben lassen. Es ist einfach auch schon für mich so, dass ich jetzt seit vielen Jahren eigentlich auch den Überblick in RCT3 verloren habe. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt, also ich weiß, es gibt auch Mods und geniale Sachen, extrem genial, wirklich. Aber ich habe da so im Moment ein bisschen den Anschluss verloren und muss mal wieder ein bisschen reinkommen. Und aus dem Grund habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, wie ich hier sowas baue. Und ja, damit ihr nicht allzu enttäuscht seid, dann jetzt vielleicht erstmal noch so ein paar kleine Kostproben. Viel Spaß dabei.
Ja, also wie weit ich das so treiben werde, das hängt natürlich auch ein bisschen von eurer Resonanz ab. Ist ja klar, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja, hör mal, das ist interessant, das Projekt, macht das ruhig mal weiter, dann sage ich natürlich, hier nix da, macht das doch selbst, ne? Nee, Spaß. Wenn ich euch gar nicht jetzt euch das gar nicht zusagt, ne, dann mache ich das natürlich erst recht. Also hängt natürlich auch ein bisschen von meiner Zeit ab. Ne, ist alles. Im Moment habe ich nur geplant, vielleicht alle 100 Folgen, also 100, ach Quatsch, alle 100 Abonnenten halt wieder so ein Special zu machen und dann seht ihr immer die Fortschritte, die ich hier so gemacht habe in der Zwischenzeit. 1:1 kann ich eh nicht filmen bei Rollercoaster. Ne? Das ist völlig unmöglich. Es gibt hier so viel zu sortieren und zu denken und zu bauen und zu modellieren, dass man dabei unmöglich auch noch flüssig quatschen kann. Ja, ihr seht das. Ich brauche total lange. Das ist allerdings auch wieder jetzt überhaupt nichts Außergewöhnliches. Ne? Das ist einer der Gründe, warum ich auch nicht 1:1 filmen kann. Ne? Ich brauche extrem lange. Ich baue total langsam. Ja, ein Rollercoaster. Außerdem habe ich hier irgendwie die zu spät auf Pause gedrückt. Jetzt ist es Nacht geworden. Das ist nicht gut. Da sieht man nicht so schön. Nein, ich brauche total lange, um hier mal zum Beispiel eine Eisbude zu finden. Wo ist sie denn doch gleich? War die unter Süßigkeiten? An die Essen natürlich. Essen, Essen, Essen. Da. Sehr schön. Nee, man hat natürlich auch die Ruhe weg in Rollercoaster Tycoon, ne? Weil man muss sich ja vor nichts fürchten. Man braucht nicht vor der Nacht wegrennen und vor Zombies, die dann kommen. Man muss sich keine Schutzhütte bauen, wie in Minecraft, ne? Also diese ganze Hektik und diese Planung der Tageszeit, ja, die entfällt, ne? Es ist. Was haben wir denn hier? Kugel Vanille und Schokolade gibt's hier. Auch immer so, dass die Besucher sich das alles so viel nehmen können, wie sie wollen. Von dem ganzen Sums. Aber das Eis wird natürlich viel teurer dadurch. Zwei Kugeln kosten dann natürlich. Machen wir da ein bisschen Sparpreis draus. So. 1,25. Ja, es gibt extrem viel einzustellen in Rollercoaster. Und meine Güte nochmal, ne? Ja, also wie gesagt, das ist so, habe ich mir so angedacht, vielleicht immer als Abonnenten-Special dann mal wieder den Fortschritt euch zu zeigen. Ne? Vielleicht kann ich das muss einfach ein bisschen gestrafft werden, sonst seht ihr, es geht total langsam weiter. Ich habe jetzt hier auch schon mal ein bisschen weiter gemacht. Hier sollen auch noch Buden hin. Jetzt regnet es auch noch, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr, aber wenn ich jetzt hier eine Bude nehme, zum Beispiel Burger, dann wird das alles ein bisschen aufgehellt. Ja, wie spiele ich denn gerade überhaupt? Ich spiele hier, das ist das Grundpaket RCT3 plus der beiden Add-ons, die es dazu gibt, der Expansionspakete. Ne? Das war Soaked, also ich glaube, das hieß Pitch Nass auf Deutsch, ne? Und Wild. Wow. Also, Burger gibt's hier. Ich denke mal, das kann ich gleich in Ruhe machen, wenn ihr nicht zuguckt, weil es sieht überhaupt nichts mehr, ne? Vielleicht bauen wir doch mal eben so ein paar Lampen an. So, kann man das immer recht schnell finden. So. Ja, hier ist so ein bisschen so ein Essensbereich mit Buden. Da können wir auch mal ein paar mehr Lampen hinstellen. Ja, ansonsten seht ihr, ich spiele auch mit Geld. Das ist für mich total wichtig. Ich gehe also immer in den Szenario-Editor. Also, ich sag mal, im Moment, also die letzten Jahre war das immer so, dass ich vielleicht so einmal im Jahr Rollercoaster Tycoon einschalte und dann mal irgendwie einen Park baue. Was natürlich dann etliche Tage bis Wochen so Spielfreude garantiert. Platz für andere Spiele ist dann gar nicht so viel. Also keine Sorge, ich mache mit Minecraft natürlich weiter. Aber ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig. Ja, das ist aber so, dass ich das die letzten Jahre immer so gemacht habe. Mehr kam aber nicht rum.
Und da mache ich immer erst im Szenario-Editor ein eigenes Szenario. Das sieht ja hier jetzt zum Beispiel, erstmal mache ich mir da eine Landschaft. Ja, ich hasse flaches Land, um da einen Park drauf zu bauen. Also, ne, das ist völlig langweilig. Und das soll hier auch so der Wiesenfelspark werden, ne? Also hier oben sollte dann eigentlich mal auf den Berg die Burg Wiesenfels drauf mit irgendwelchen Attraktionen. Was weiß ich, was hier noch alles kommt. Hier Emlomark würde hier vielleicht hinpassen. Ne? Und auf jeden Fall mache ich mir im Szenario-Editor immer erstmal so eine Welt. Und auch mit Geld. Ich gebe mir dann immer 250.000 aufs Konto und die verbaue ich dann. So, jetzt ist es Tag, aber ich möchte warten, bis der Regen aufhört, bevor ich auf Pause drücke. Ja, die verbaue ich dann erstmal. Wenn ich dann nur 50.000 auf dem Konto habe, sage ich mal, dann öffne ich den Park. Dann ist der meistens schon richtig groß und dass die Leute da auch wirklich richtig schon was machen können. Ja, und das ist, meine Parks sind halt auch so, dass man das so richtig als Spiel benutzen kann. Ja, also Parkbewertung habe ich eigentlich immer, also mehrere tausend Leute im Park und Parkbewertung von 1000. Höher geht es nicht. Das heißt, ich glaube, es geht sogar höher in diesen unzähligen, na, die jetzt nicht aufpoppen. Warum denn eigentlich nicht Doppelklick? Okay. Darauf vielleicht, irgendwo war das noch mit dem Parkbewertung. Es gibt hier unheimlich viele so Statistikfenster. Ja, das ist auch interessant später. Ja, auf jeden Fall spiele ich dann auch immer so ein bisschen mit dem Park. Ich lasse die Leute rein und dann gehen. Muss natürlich Mechaniker haben, die alles im Griff haben. Wege müssen sauber sein. Ne? Und dann plane ich dann in irgendwelchen Ecken schon wieder neue Themenbereiche, die ich dann schon abstecke. Und dann lasse ich die Besucher, die schicke ich irgendwann wieder nach Hause. Und dann schließe ich wieder den Park. Und dann baue ich wieder in Ruhe irgendwas aus. Und so ist das total lustig. Ja, das ist jetzt blöd, wenn ich diese Dinger nehme. Ich hatte ja vor, hier so eine Verkleidung rumzumachen, aber wenn ich diese Buden hier nehme, dann passt da kein Dach mehr drüber. Dann wird das total schief und krumm. Ihr seht ja, wie hoch dieser Strohhalm hier noch ausreicht. Ja, da muss ich jetzt noch zwei Etagen drüber bauen, damit das überhaupt passt. Und deswegen reiße ich das jetzt auch wieder ab. So geht das. Ah, ich muss ne? Das Jahr ist schon wieder mehr, länger als ein Jahr her, dass ich das letzte Mal hier anhatte. Und deswegen fällt mir das alles schwierig. Es gibt diese anderen Stände. Wo waren die denn noch gleich? Hier? Ja. Eigener Stand. Ja, und die kann man so hinstellen. Farblich. Farblich, ja, was machen wir denn farblich? Auch ein bisschen freundlicher kann das aussehen, ne? Dann, damit man die Mayo-Flecken nicht so sieht. So. Hier vielleicht ein bisschen dunkleres. Das ist die Theke. Die könnte vielleicht mal schwarz, grau. Ach nee, das ist zu trist, ne? Machen wir die mal so. Und dann da vorne das noch so ein bisschen orange oder sowas. Ja, genau. Ja, da können wir erstmal gucken. Da kann man dann hier, wie war das noch? Da. Diese Objekte wollen wir natürlich nicht synchronisieren. Dann wären ja alle eigenen Stände, hätten immer das gleiche Produkt. Hier sage ich jetzt, was gibt es denn hier? Getränke hätte ich gerne. Getränke müsste oben stehen. Zum Glück ist das alphabetisch gesortiert. So, und dann gibt es auch wieder Eis und sonst was kann sich jeder selber aussuchen. Und dann wird das hier wunderschön. Ich weiß nicht, vielleicht geht das jetzt, wenn ich hier schon was ausgewählt habe. Ah ja, das könnte sein. Eine Getränkdose für 1,20 geht, glaube ich, okay. Limonadendose. Wasser ist eigentlich der gleiche Preis. Komm, lassen wir das erstmal. Oh ne, hier. Fruchtsaft ist aber teurer. Auf jeden Fall. Naja, gut, Leute. Ich würde mal sagen, ich gucke mal jetzt mal, wie viel Zeit ich hier schon verplappert habe. Und dass es hier so ein bisschen weitergeht. Und ja, lasst mich mal wissen, wie ihr so ein Projekt hier so findet. So als Abonnenten-Special halt immer. Ne? Nicht regelmäßig hier, sondern ne? Mit Abständen. Sonst kriege ich das nicht bewerkstelligt. Ja, also macht's erstmal gut, ja. Und wenn ihr demnächst mal in Phantasialand kommt, dann fahrt eine Runde Black Mamba für mich mit. Bis dann.